Im Erfurter Team gibt es gleich drei Änderungen. Zum zweiten Mal überhaupt in der Startelf Kai Seidemann hier rechts. Maximilian Pronicev muss genauso auf die Bank wie Malcolm Baldou. Es trifft gesetzte Kräfte. Zwei Ex-Cottbusser außerdem, Fabinski draußen. Eilenburg seit drei Spielen ungeschlagen, punktet fleißig. Zuletzt 0:0 bei Viktoria Berlin. Al-Davoud bleibt hängen und dann geht's schnell. Genau auf solche Umschaltmomente warten die Erfurter. Seaton, Schwarz, auf Seidemann und der ist so flink. Seidemann allerdings gestoppt von Naumann. Beim FC Eilenburg fehlen die Unterschiedsspieler Noah Baumann und Michael Schlicht wegen muskulärer Probleme. Für die Ecken verantwortlich heute Moritz Kretzer. Zeller köpft ab, aber der Ball kommt zu Niklas Borg, 20 Jahre alt. Borg, Schwarz gerade noch dazwischen. Borg, der mit seinem Trainer Sascha Prüfer von Lok Leipzig kam und immerhin 4 Treffer zum Aufstieg in die Regionalliga beisteuerte. 15. Minute Ecke, wieder Kretzer, diesmal kurz auf Bunge. Wieder zu Kretzer. Rühlemann rutscht nach, der Rechtsverteidiger, der die Flügelzange bildet mit Aguilar, aber Schellenberg im Tor sorgenfrei. Die Erfurter Fans zahlreich mitgereist vor dem Derby am nächsten Sonntag gegen Jena. Sie sehen ihre Mannschaft mit Kanica Elver, der verliert den Ball einmal und dann gleich nochmal. Mit tänzelnder Leichtigkeit wird es schwer in Eilenburg beim Aufsteiger. Adavut, der geht energisch in den Strafraum, wird von Zeller gerade noch gestoppt. Und weiter Eilenburg mit Tim Bunge gegen Lopez Cabral. Auch Bunge mutig und Rücker kommt fast noch zum Abschluss. Sascha Prüfers Anweisungen bisher beeindruckend umgesetzt durch sein Team. Eilenburg weiter um Offensive bemüht. Lopez Cabral, Erfurts Linksverteidiger, mit Problemen. Al-Davoud dazwischen. Der fällt dann. Tobias Hagemann entscheidet nicht auf Elfmeter. Glück für Erfurt, denn Lopez Cabral hat keine Chance, den Ball zu spielen. Berührt zumindest die Ferse von Al-Davoud. Halbe Stunde um, schon wieder Ecke Eilenburg mit Kretzer. Und der findet diesmal Zaruba. Kilian Zaruba, 1,92 Meter groß, kam aus Meuselwitz. In Fürstenwalde hat er einst sein gefährliches Kopfballspiel etabliert. 6 Regionalliga-Tore erzielt. Einwurf Eilenburg, 32. Minute. Quabe Schulz vertändelt den Ball gegen Al-Davoud. Dann Bunge. Mit vergleichsweise viel Platz vor dem Strafraum. Kann da hin und her kreuzen. Kretzer auf Rühlemann im Laufduell mit Felsberg. Rühlemann holt sich den Ball. Der Eilenburger Wille ausgeprägter. Und dann Schwarz. Till Schwarz lässt den Ball nochmal liegen. Möbius übers Tor. Zuvor 3 verlorene Erfurter Zweikämpfe. So wird es gegen motivierte Eilenburger trotz aller fußballerischen Qualität schwer. Offensiv bekommt Erfurt wenig auf den Rasen. Aguilar endlich mal unter Druck gesetzt durch Elver. Auch Mergel rutscht nach, holt sich den Ball, Seidel mit dem Foul. Er sieht gelb durch Hagemann. Das ist eine harte Entscheidung, denn Seidel stellt eigentlich nur seinen Körper rein. Freistoß in Ordnung, gelb zu viel. Freistoß, Starzev oder Lopez Cabral? Es macht der Kapitän persönlich. Starzev, Schwarz läuft ein, Naumann ist da. Till Schwarz, der das 1:1 Ausgleichstor in Cottbus erzielt hatte. Sein einziger Treffer bisher in der Regionalliga Nordost. 36. Minute, endlich geht's mal schnell. Die Erfurter haben ja die Spieler dazu. Wie Seaton hier im Laufduell mit Seidel. Der fällt gegen Zaruba. Der stellt das Bein dazwischen und geht dann ins verbale Duell mit Seaton. Die Eilenburger, wenn mal einer fällt, ist der Nächste sofort zur Stelle, wie hier gegen Michael Seaton. Aber immerhin, Erfurt hatte unmittelbar vor der Pause das Spiel in Eilenburg endlich angenommen. Schulz, Doppelpass mit Lopez Cabral.
Und in der Zentrale wieder Michael Seaton. Einmal, zweimal. Naumann mit großartiger Parade. Nochmal Seidemann abgeblockt. Und Mergel ohne die entsprechende Ballkontrolle mit dem Rücken zum Tor. Zaruba mit dem Querschläger und dann grandios Naumann, der zweimal gegen Seaton klärt. Beim zweiten Schuss reißt er das rechte Bein hoch. Der Rest ist aufopferungsvolle Verteidigungsarbeit. Die beste Erfurter Chance kurz vor der Pause. Das Beste für die Erfurter an dieser ersten Hälfte, die Unterstützung durch die eigenen Fans. Spürbar, das Thüringen-Derby steht am kommenden Sonntag vor der Tür. Gerbers Team aufgerüttelt in der Pause. Lopez Cabral auf Seidemann, auf Schwarz. Und der wird gerade noch gestört durch Zaruba, der den Ball über den eigenen Kasten hebt. Tut sich weh, kann aber weitermachen. Erfurt kommt in dieser zweiten Hälfte den eigenen Ansprüchen näher. Ecke Mergel. Der eingewechselte Benjamin Luis köpft ab und dann ist da nochmal Seidemann auf Seaton. In Jamaika geboren, zwei Doppelpacks in dieser Saison beim Berliner AK gegen Zwickau. Das war eine gute Möglichkeit für Michael Seaton. Gutes Timing. Es fehlen ein paar Zentimeter. Eilenburg wagt sich weiter ins Pressing, auch in dieser zweiten Hälfte. Felsberg, Zeller, Ball kommt zu Schellenberg und der ist nicht weit genug. Und somit gibt's die Möglichkeit für Moritz Kretzer. Der 25-jährige Thüringer, in Suhl kam er zur Welt, spielte einst für Carl Zeiss Jena, prüft Schellenberg, den muss er allerdings auch haben, der RWE-Torhüter. Rot-Weiß, jetzt gefälliger. Ball läuft besser durch die eigenen Reihen. Hier bis zu Robby Felsberg. Der kann sich mal durchsetzen. Felsberg sucht Seaton. Der ist wieder mit dem Kopf dran, kann den Ball allerdings nicht mehr drücken. Die individuellen Vorteile der Erfurter, sie werden jetzt offenbar, aber immer noch kein Treffer in Eilenburg. Wieder Felsberg auf Badu. Felsberg, schöne Kombination. Das ist Pronicev, inzwischen eingewechselt. Auf Elver! Kanica Elver. Gegen Zwickau mit seinem ersten Erfurter Tor. Strafraumszenen wie diese jetzt im Minutentakt. Eilenburg benötigt Entlastung. Die liefert Kretzer. Mit diesem Ball auf den eingewechselten Bibaku. Aber schon wieder ist der Ball weg. Und dann Seaton mit Zug zum Tor. Herrliches Duell gegen Zaruba. Naumann hilft und rettet. Zaruba aus der Jugend des HFC. Er bleibt stabil. Naumann kommt im richtigen Augenblick raus. Nochmal Eilenburg. Mit Bunge. Guter Ballverteiler auf den eingewechselten Pascal Sauer. Letzte Saison 8 Tore für Eilenburg in der Oberliga. Aber dieser Kullerball, keine Gefahr für Lukas Schellenberg. Dann startet Zeller, der Innenverteidiger, auch ein Zeichen. Die Kräfteverhältnisse, sie haben sich verändert. Und dann ist er drin, ist er nicht. Naumann fischt ihn raus, bekommt den Dank der Kollegen und die Ungläubigkeit von Michael Seaton. Wunderschön vorbereitet von Zeller, der Kopfball perfekt gesetzt, flach ins Eck. Und dass er den hält, Naumann, das kann Seaton einfach nicht glauben. Die anschließende Ecke, getreten von Maximilian Pronicev. Schwarz mit dem Knie und wieder Naumann. Das erwarten sie fast schon von ihrem Torwart in Eilenburg. Naumann ist dran. Bei Viktoria Berlin hat er die Null festgehalten. Jetzt bis in diese 87. Minute hinein. Dann Badu auf Seaton. Pronicev lässt passieren, aber Zaruba kann mit einer Grätsche klären. Eilenburger Einsatzwille bringt Rot-Weiß Erfurt zur Verzweiflung. Kilian Zaruba mit langem rechten Bein.
Eilenburg kämpft um den Punkt, aber noch ist nicht Schluss. Pronicev dreht sich auf gegen Rücker, lässt sich von Bunge nicht aufhalten. Maximilian Pronicev. Wieder ist da Raum für Elver. Kanica Elver wird geblockt und dann ist Schluss. 0:0 der Endstand. Eilenburg mit 4 Niederlagen in die Saison gestartet, jetzt 4-mal in Folge gepunktet. Der Arm von Kilian Zaruba will gar nicht mehr nach unten. Großartige Abwehrschlacht, die beginnt mit dem Torwart Andreas Naumann. Das Thema bei Jeremias Diehl. Über seine Leistung zu sprechen, ist ja fast überflüssig, weil er hält ja wirklich jede Woche bärenstark. Aber zum einen ist er dafür ja auch da. Aber eigentlich will ich eher sagen, dass er menschlich mal hervorgehoben werden muss, weil was er dort oder wie er den Laden auch im Griff hat, also in der Mannschaft, in der Kabine, mir da eine Riesenstütze ist, ein verlängerter Arm, das ist halt Wahnsinn. Und ich glaube, dass das am Ende auch ausschlaggebend ist für diese Leistung, die wir gerade abrufen können. Wir sind als Kollektiv stark, da kann ich keinen herausheben, der da besonders glänzt. Und genauso sehe ich es in meiner Person auch. Ich bin nur so gut wie meine Vorderleute und probiere das natürlich dann auch mit meiner Leistung zurückzuzahlen. Was kann man vielleicht trotzdem noch ein bisschen besser machen, dass man vielleicht Rot-Weiß Erfurt hier auch richtig zum Stolpern bringt? Also nicht nur einen Punkt gewinnen, sondern vielleicht auch den Lucky Punch selber setzt? Ja gut, als erstes muss man sagen, wir haben gegen Rot-Weiß Erfurt gespielt und wir sind der FC Eilenburg. Also da muss man schon mal die Größenverhältnisse wieder richtig rücken. Also und dafür haben wir eine super Leistung gebracht und ich glaube, es hat sich mittlerweile auch in der Liga ein Stück weit rumgesprochen, was wir auf den Platz bringen können. Die Erfurter 2 Spiele, kein Sieg. Pronicev und Co. bekamen in der Kurve was auf die Ohren. Wir sind was anderes gewohnt. Wir sind der FC Rot-Weiß Erfurt. Wir stehen hier auf was da. Wo ist euer Selbstbewusstsein? Wo ist euer Stolz? Wo ist euer verdammter Charakter? Das ist Scheiße! Das war nichts! Wir wussten, das wird ein ekliges Spiel hier in Eilenburg, weil die natürlich alles abverlangen. Die schmeißen sich in jeden Ball rein. Was uns momentan halt fehlt, der letzte Wille, müssen wir jetzt zusehen, dass wir den die Woche auf jeden Fall reinbekommen. Und einfach für die Fans dann nächste Woche gewinnen. Sie sprechen die Fans an, sind ja zahlreich erschienen heute auch. Was haben Sie am Zaun gesagt? Ja, das ist einfach ärgerlich. Die kommen hierher, wollen natürlich guten Fußball von uns sehen, erfolgreichen Fußball. Jetzt das zweite Spiel war so ein bisschen blutleer, sage ich mal. Wir müssen einfach jetzt dahin wieder kommen, dass wir uns einen Arsch aufreißen für den Verein, für die Stadt. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass sie es einfach auch auf den Rängen sehen. Gute Chancen, aber kein Tor in Eilenburg. Zu wenig für Rot-Weiß vor dem Thüringen-Derby gegen Jena. Wir werden das natürlich analysieren, das Spiel von heute mit den Jungs nochmal besprechen. Wir werden die Woche gut trainieren, intensiv trainieren. Wir werden uns gut aufs Derby vorbereiten, wo wir dann der Meinung sind, sie knacken zu können. Und da bleiben wir dabei. Wir arbeiten da wirklich im Team, im Staff auch sehr, sehr akribisch jeden Tag und werden uns dann da auch wieder einen Matchplan zurechtlegen, der dann hoffentlich am Ende des Tages dann aufgeht. Der Appell aus der Kurve, er bleibt im Kopf vor dem Derby am Sonntag.